Ja, so, heute das Tutorial zu dem Kartentrick, für den ich noch keinen Namen habe, den ich mir selbst ausgedacht habe. Der ist so ähnlich wie ein Kartentrick von Chris Angel, aber halt etwas anders. Weil ich unten auf dem Kartenspiel eine Double Deck Karte liegen habe, die von beiden Seiten exakt gleich aussieht. Und die macht es möglich, dass ich euch vorher erst einmal zeigen kann, dass alle Karten richtig rumliegen und dass keine Karte umgedreht ist. Ihr könnt das auch mit einer normalen Karte machen, dann müsst ihr aber bei der letzten Karte aufpassen, dass ihr sie nicht zeigt. Also, ihr müsst dann schon früher aufhören. Ihr müsst dann sagen, ja, ihr seht, ich habe ein ganz normales Kartenspiel hier, so, und müsst dann halt vor der letzten Karte aufhören. Aber das war mir dann zu blöd und deswegen bin ich auf die Idee mit der Double-Back-Karte gekommen. Hab die einfach unten draufgelegt und den Zuschauer eine Karte ziehen lassen. So, na, das sind jetzt zwei. Hier. Die Pik 3. Eure Karte ist jetzt die Pik 3. Während ich euch die Karte gezeigt habe, habe ich das Kartenspiel umgedreht. Das könnt ihr dann machen, indem ihr ein bisschen redet. Also, ihr zeigt ihnen die Zuschauerkarte, gebt sie ihnen in die Hand, untersucht die Karte. Es ist wirklich nur eure Karte hier, guckt es euch an. Währenddessen dreht ihr den Kartenstapel um, sodass die Double-Back-Karte jetzt oben liegt. So, dass jetzt alle Karten schon umgedreht sind. Und dann lasst ihr den Zuschauer die Karte einfach irgendwo reinstecken. Ist vollkommen egal wo. Steckt einfach irgendwo die Karte rein. Könnt ihr sagen, schiebt sie dann noch rein. So, fertig. Dann könnt ihr wieder reden und während ihr redet, dreht ihr das Kartenspiel wieder um. Und könnt dann sagen, ja, ihr habt ja vorhin gesehen, es war keine Karte mit dem Bild nach oben im Kartenspiel. Und das kann sich aber ganz leicht ändern. Ich schnipse einmal und ja, dreht sich genau eine Karte um, die Pik 3, eure Karte. Und dann, ja, staunen die erstmal. Ja, ich glaube, das war's dann. Falls ihr noch irgendwelche Fragen, Probleme, Anmerkungen oder ähnliches habt, schreibt es in die Kommentare. Und ja. Ich würde mich auch über ein Like oder ein Abo freuen. Und also wirklich freuen, weil ich noch relativ neu bin und ich jetzt erstmal eure Unterstützung brauche, um weiterzukommen. Und ja, es würde mich echt sehr, sehr freuen, wenn ihr mir dabei helfen würdet. Und ja, dann bis zum nächsten Mal.